So, liebe Freunde, mein Name ist J6, die Stunde der Wahrheit, jetzt hier vor dem Eintritt. Wir sind am Brandenburger Tor gegenüber von Reichstag. Ja? Und wir wollen heute probieren reinzukommen. Wir kommen rein, aber ich wollte euch einfach mal zeigen, wie die Sicherheit ist. Ja? Und bevor das Video beginnt, ihr kennt das Spiel, danke euch, dass ihr alle zuschaut, dass ihr so meine Fresse, dass ihr so zahlreich immer erscheinen tut und klickt und liked und tut. Wenn euch das Ganze natürlich immer gefällt, ich mache das Ganze auch für euch. Ne? Für mich ist das ein Spaziergang, aber für euch ist es auf der Wohnzimmer-Couch und ihr seid ja nicht in Berlin. Ich mache das alles für euch, ich mache die ganzen Updates für euch. Ja, mein Name ist J6, All in the Mix. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. So viel zur Einleitung. Wir gehen jetzt da vorbei und ich zeige euch, wie die Sicherheit hier in Berlin aussieht. Ja? Also ihr könnt euch wirklich 100% sicher sein, dass wenn die Sicherheit so lasch hier ist, ja, so lasch ist, dann ist sie am Olympiastadion in Berlin genauso. Ja, und in München genauso. Meine Frage ist, wo ist die Sicherheit? Wo ist das Sicherheitsgefühl hin in Deutschland? Wo? Ja, seitdem die Grenzen geöffnet wurden, seit 2015. Ja, ich frage mich nur. Ich mache keine Unterstellungen, ich pöbel niemanden an. Ich frage mich nur. Guck mal, und ich zeige euch an einem One-Take, wie die Sicherheit aussieht. Ja, ihr könnt sehen, wie schnell ich da gleich vorbeilaufe. Wahrscheinlich ein bisschen Tasche, meine Prognose. Wahrscheinlich ein bisschen Tasche zeigen, ein bisschen abgetastet und das war's. Und das ist Kontrolle hier in Deutschland. Folgt mir auf diese Reise. Polizei hier vorne, die natürlich auch drauf guckt und schaut, was hier passiert. Die Security vorne, die Polizei lungert herum und die Security tastet nur die Leute ab, sehe ich gerade vom Weiten. So, Straßenkünstler an der Seite und ab jetzt möchte ich ganz gerne nicht mehr reden. Und ab jetzt werden wir einfach nur noch filmen, damit die nicht mitbekommen, dass ich filme. Die Taschen sind okay? Alles klar. Taschenordnung. Können Sie das alles aufnehmen? Bitte sehr. Natürlich. Das auch? Ja. Aber das Bändchen bleibt nicht mehr hier. Alles gut? Ich check die Kontrolle gerade. Ja. Ihr habt gesehen, wie einfach das war. Und die Polizei hier an der Ecke rumlungern. Freunde, Deutschland. Das ist doch ein Witz, oder? Habt ihr gesehen, wie die Kontrolle war? Ich glaube, ihr habt es mitbekommen, oder? Die Kontrolle war doch ein Witz. Das war doch ein Witz, seid mal ehrlich. War das kein Witz? Wie kam es für euch rüber? Das war ein Witz, oder? Gut. Nun kann man sagen, hier ist nicht so viel los, aber es war gestern, vorgestern ja auch schon so. Ja, als Deutschland gespielt hat, genauso. Jetzt kann man sagen, hier ist nicht so viel los, abends geht es erst los, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist die Fanmeile nur offen oder hier was los, solange Deutschland spielt, keine Ahnung. Ja. Aber die Kontrolle war ein Witz. Zack, bin ich drin und kann hier was verstecken. Kontrolle war ein Witz. Genauso wie in München. Ja. Gut, kurz mal abgetastet. Ich meine, ich muss ja nicht viel erzählen. Ihr habt ja gesehen, wie die kontrolliert haben, wa? Unter aller Sau. Ich kann jetzt sonst wer sein mit drei Messer hier rumrennen. So, was ich meine? Schaut mal. Das meine ich. Schau mal. Das war die Kontrolle? Was war das denn, Alter? Ja. Tja. Ja, mir stockt der Atem. Und ja, ich grüße euch, Jungs. Alles okay? Seid ihr reingekommen? Ja. Mit Messer und so? Ja, mit Messer und Pistole. Ja, Pistole, siehst du? Ist eigentlich keine Kontrolle, wa? Nein, ja.
hinterher sagt, das war nichts. Naja, gut. Wir wollen nicht an den Leuten herumtrampeln. Aber Bildschirm ist jetzt weg, wa? Ihr seht's gerade. Wurde woanders hin verfrachtet. Zur Sicherheit. Hier ist kein Bildschirm mehr. Die haben ja gesagt, die wollen so ein bisschen weiterhin auf die andere Seite verschieben. Und jetzt ist es etwas weiter weg. Aber was ist eigentlich mit den Ständen hier, die was essen wollen? Die was für Essen verkaufen wollen? Ja, also schon heftig. Ja. Heftiger Typ in dem ganzen Setup hier. Stark. Oh Mann, so ist das. Und jetzt kann man sich hier hinsetzen auf die Tribüne und von da aus schauen, oder was? Also, wir kommen noch mal kurz auf den Punkt. Sicherheit ist null. Null. Wenn sie das hier so machen, dann machen sie es dort hinten auch noch mal. Wir werden da auch noch mal gleich hingehen. Da gibt es ja, wie gesagt, die Fanmeile mit dem Bildschirm wurde dann irgendwie verschoben. Aber ihr habt ja gesehen, die Sicherheit, ne? Die haben kurz in die Tasche geguckt, kurz abgetastet, das war's. Ich hätte jetzt mit einer Machete hier drin sein können. Versteht ihr das? Deutschland, was ist mit dir passiert, Alter? Weißt du? Was ist mit dir passiert? Ja. Jetzt könnte man rein und diesen Kindern antun, was man will. Was ich meine? Habt ihr gesehen, wie das ging? Das war's. Also. Ja. Das ist nicht normal, Alter. Wir gehen mal wieder raus. Polizei ist, steht an der Seite, ist, macht gar nichts. Was sollen die auch machen? Ich grüße euch. Wo ist denn jetzt der Bildschirm hier? Ist jetzt weg, ne? Ich glaube auch, scheiße. Ja, das ist der hier. Der gibt's ja nicht mehr. Na, der wird bei EM spielen, so zusammengeklappt zu einem großen. Und die Fanmann ist ja nur, wenn Deutschland spielt, oder? Ungefähr, ja. Warum nicht bei allen? Weiß ich selber nicht. Okay. Wie leicht seid ihr jetzt reingekommen? Haben die euch gecheckt ein bisschen? Ja, ich musste mein Kugelschreiber wegschmeißen, ja. Kugelschreiber, ah, ja, okay. War so ein bisschen getastet hier, ein bisschen Taschen rein und das war's, ne? Wie einfach ist es, ein Messer hier reinzubringen? Eigentlich super einfach. Ja, cool. Sehr einfach, ne? Fuck, Bro, what the fuck is going on, Bro? Ist crazy, wa? Sicherheit. Jungs, schönen Abend wünsche ich euch. Ciao. Pass auf euch auf. Liebe Grüße. Kids, die allein hier rumhängen, ohne Eltern und ohne Erziehungsberechtigten sozusagen. Ja, Eltern, Mann. Ich check's nicht. So eine amerikanische Botschaft wird stärker geschützt. Gebäude werden stärker geschützt als Menschenleben. Das ist verschieden. Guck mal, hier Kameras auch nochmal an den Seiten. Da gibt es eine Kamera auch. Ja. Ja, ich bin so ein bisschen enttäuscht vorne. Das ist, stimmt wirklich so. UEFA baut da viel Scheiße. An sich Deutschland, der deutsche Staat. Weiß ich nicht. UEFA. Die können das natürlich nicht überall alles auf einmal schützen. Ist klar. München, Dortmund, Berlin. Aber trotzdem kann man noch ein bisschen was machen. Ja. Die Polizei hängt nur rum, die lachen, der eine bürstet sein Bart, der eine guckt ins Handy, der eine isst. Ein bisschen Kontinuance, ja, Kontinuance, wäre schon erwartet, wie nennt man das? Ein bisschen Professionalität, Alter, bitte. Ein bisschen, wie soll ich das sagen? Konzentration, nichts, nichts von dem hier, gar nichts. Ja, das war's meinerseits, ich bin draußen. Wir hauen ab. Der Polizei, Digga, ist ja alles scheißegal. So wie die hier filmen und rumhängen. Naja. Das war's meinerseits, Freunde. Wir hauen wieder ab. Danke euch fürs Zugucken. Nur labern, Sprüche klopfen, nichts machen. Das ist hart. Ja. Du bist das. Ich bin draußen. Mein Name ist J6. All in the mix. Bis zum nächsten Mal. Ich kann auch öffentlich so mit der Kamera vorbeilaufen, juckt die auch alle nicht. Das juckt die einfach nicht. Live-Musik des Grauens. Nee, der kann gut singen, der macht gute Musik. Ukrainer, wa? So, das war's meinerseits. Ich danke euch fürs Zugucken. Ihr habt ja jetzt so ein bisschen mitbekommen, wie die Sicherheit in Deutschland ist. Null. Seht ihr das? Zero. They don't give a fuck. Die interessieren sich überhaupt nicht für die Leute. Glaubt mir das. Wenn ich euch doch sage. Aber was sollen sie denn auch machen? Ja? Was sollen die denn auch machen? Wie soll man das Ganze denn schützen? Deswegen lassen die das nicht jeden Tag stattfinden. Ne?
Also die Fanmeile gerade, der Bildschirm wurde zusammengeklappt und weggebracht, was auch immer. Das heißt, wenn hier weniger los ist, passiert auch weniger. Alle paar Tage noch, wenn Deutschland spielt zum Beispiel, ist die Fanmeile. Da hinten gibt es auch noch mal was Kleines, habe ich gesehen. Da gehen wir auch noch mal kurz. Da gehen wir auch noch mal ganz kurz rein. Ja, im nächsten Video. Freunde, danke euch fürs Zuschauen. Mein Name ist J6, All in the Mix. Bis zum nächsten Mal. Und hier sperren die provisorisch ab, wie schon im letzten Video. Und lassen aber die Tore so in der Mitte auf. Ja, also Polizist auch keiner drin. Keiner drin. Du könntest jetzt hier mit 30 Leuten reinrennen. Und dann schön Reichstag überfallen. So, was ich meine? Ja, so ein bisschen Absperrung. Keiner da so. Lash. Einmal Lash so. Jetzt kannst du einmal mit 30 Afghanern reinrennen, so, weißt du? Das meine ich. Polizei, Deutschland, Müll, Digga. Sicherheit, Müll. Sicherheit, null, Deutschland. Absolut. Ja. Nichts. Das war's, Freunde. Ich habe mich ausgekotzt. Das war's meinerseits. Mein Name ist J6, All in the Mix. Bis zum nächsten Mal. Jetzt aber wirklich 200-fach. 200 Mal, Alter. Da gibt's noch was von Adidas. Da gehen wir gleich als nächstes hin. Ja, heute gibt's 4 Videos, meine lieben Süßen. Bis dann.